Hast du eigentlich auch schon mal erlebt, dass bei dir zu Hause das Internet ausgefallen ist? Und genau das ist mir heute passiert. Wirklich ein richtig blöder Moment und ich denke mir einfach so, man ist ja dann doch ganz schön krass von diesem lieben Internet abhängig. Und das ist genau das, was ich heute gespürt habe. Es war ein richtig blödes Gefühl, hier ins Büro zu fahren. Ich wollte eben halt ganz, ganz fleißig arbeiten und ich brauchte noch für ein Musikvideo Musik und ja, bin nicht ins Internet gekommen, was total blöd war. Und allein sowas zum Beispiel denke ich mir einfach nur so, mein Gott, krass. Und in Zukunft werden möglicherweise auch die ein oder andere Mikrowellen oder Waschmaschinen oder Kühlschränke oder was auch immer da draußen in Zukunft vom Netz abhängig ist, gesteuert. Und wenn du das nicht hast, dann funktioniert das am Ende auch nicht. Und ich finde das ein bisschen erschreckend. Ich bin gerne ein Freund davon, der auch in die Zukunft mitgeht und auch neue innovative Dinge eben halt auch annimmt. Ich finde das total spannend und auch toll. Aber heute war so dieser Moment, wo ich dachte, Kacke, du bist echt abhängig von dem Zeug. Ja, nu, aber ich habe jetzt Gott sei Dank durch eine gute Fügung heraus, durch den lieben Josef, der gerade im Urlaub ist, hatte mir nochmal seine Prepaid-Karte, die im Router steckt, nochmal verlängert. Das bedeutet, ich durfte heute nochmal zum späten Nachmittag dann ins Internet und genau die Dinge erledigen, die ich machen wollte. Deswegen verzögert sich das heute alles, aber so ist es halt einfach. Wie siehst denn du das eigentlich so? Bist du eigentlich auch so vom Internet abhängig oder ist dir das eigentlich auch vollkommen schnurz? Ich meine, würdest du vielleicht eine Woche draußen auch klarkommen ohne Internet oder sagst du dir, weißt du was, ist mir auch vollkommen egal. Mich würde es einfach mal interessieren, haut's mal in die Kommentare rein. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wenn du mir noch nicht gefolgt bist, solltest du das definitiv tun. Denn hier werden in Zukunft noch weitere Videos folgen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich habe richtig Bock zu quatschen und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Bis zum nächsten Video. Bis dann, der Matze.